Gemeinsam mit Arosa zählt das Skigebiet auf der Lenzer Heide heute zu den größten zusammenhängenden Skiarealen der Alpen. 42 Liftanlagen sind über Pisten miteinander verbunden und können ohne zwischenzeitliche Fußwege erreicht werden. Doch da das Skigebiet nicht wie andernorts vom Reißbrett geplant wurde, war das längst nicht immer so. Bereits in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entstand zwischen Wallsports und dem Pizka Lottas die erste seilgezogene Aufstiegshilfe und ab 1943 war der markante Gipfel dauerhaft durch einen Schlepplift erschlossen, befand sich aber recht isoliert am südlichen Ende des heutigen Skigebiets. Auf der anderen Talseite erfolgte zu Beginn der 60er Jahre die Erschließung des 2865 Meter hohen Papaner Rothorns durch eine Luftseilbahn. Zur selben Zeit entwickelte sich auch ein drittes Skigebiet rund um die Passhöhe in Valbella, welches als Hauptattraktion den Zugang zum Stetzer Horn sicherstellte. Schon bald machte man sich daher darüber Gedanken, wie die für den Skisport ideal geeigneten Hänge zwischen dem Pizka Lottas und dem Stetzer Horn besser erschlossen werden könnten. Verschiedene Varianten, darunter auch eine Erschließung des Piz da Nice durch eine Luftseilbahn sowie eine Kabinenbahn zur Alp La Boz, standen zur Diskussion. Letztlich entschied man sich dann aber doch für eine Bebauung der Hänge durch insgesamt 5 Schlepplifte. Der Großauftrag der neu gegründeten Sportbahn Danis AG ging an die Firma Garaventa, die die Schlepplifte Pedra Grossa, Gertrud, Kummerschels und als Hauptattraktion den Doppelschlepplift La Boz im Sommer 1972 errichtete. Der Schlepplift Kummerschels war mit über 500 Metern Höhendifferenz und seiner exponierten, steilen Trassierung für fortgeschrittene Skifahrer die interessanteste der neuen Anlagen. Gleichzeitig diente er aber als zweite Sektion des Schlepplifts Valbella auch als wichtiger Zubringer zu den Hängen am Piz da Nice. Dennoch war der Lift weit weniger frequentiert als seine Nachbarn und wurde zur Attraktivitätssteigerung 1999 durch eine kuppelbare Vierersesselbahn von Garaventa ersetzt. Dabei handelt es sich um eine typische MCS-Sesselbahn der ersten Generation, wie sie zwischen 1998 und 2000 gebaut wurden. Zu einer Erhöhung der Frequenzen führte der Bau der Sesselbahn jedoch nicht. Die Förderleistung von 2100 Personen pro Stunde wirkt etwas überdimensioniert, denn auch heute noch dreht die Sesselbahn Kummerschels im Skigebiet Arosa-Lenzer Heide meist recht einsam ihre Runden. Eigentlich etwas rätselhaft, denn die Hänge sind anspruchsvoll und liegen auch im Hochwinter lange in der Sonne. Aber damit ist die Sesselbahn ein echter Geheimtipp, wenn sich andernorts bereits lange Warteschlangen bilden.